Magst du es, Videos zu drehen oder hast schon einmal darüber nachgedacht, wie geil es wäre, die Welt zu bereisen und währenddessen mit dem Videodrehen Geld zu verdienen? Vielleicht hast du ja auch schon einige YouTuber oder Filmmaker gesehen, die genau das machen und du fragst dich einfach nur, wie zur Hölle soll ich denn das überhaupt schaffen? Was soll ich anbieten? Wie soll ich das verkaufen? Wie viel Geld kann ich überhaupt verlangen und wo kann ich überhaupt anfangen? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Die gute Nachricht, du wirst heute in diesem Video genau diese Fragen und noch vieles mehr beantwortet bekommen. Denn ich habe vor fast 6 Jahren während meiner Informatikerlehre meine eigene Videoagentur gegründet und möchte dir heute mal meine Learnings mitteilen, die mir dazu verholfen haben, die Agentur erfolgreich aufzubauen und jetzt anderen Leuten dabei helfen zu können, genau dasselbe zu machen. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt reinstarten. Zu Anfang aber erstmal einen schönen doppelten Espresso, denn ohne Kaffee ist das ja immer so die Sache, ne? Moin moin, mein Name ist Adrian. Falls du mich noch nicht kennst, erstmal herzlich willkommen hier zu diesem Video. Und wie du gerade schon im Intro gehört hast, geht es heute ein bisschen darum, wie man mit Videos drehen, wie du das ja auch gerade schaust, Geld verdienen kann. Und genau das habe ich mich auch vor ziemlich genau 5,5 Jahren gefragt, während ich damals mitten in meiner Informatiklehre war. Und ich dachte mir schon immer so, ey, wie kriegen diese ganzen YouTuber, Travel-Lifestyle-Blogger diesen kranken Lifestyle hin, können die ganze Zeit reisen, haben trotzdem Geld, um zu leben, zu essen und alles drum und dran, keinen festen Job und wieso geht's denen verdammt nochmal so gut? Kleiner Spoiler vorweg, das Ganze ist häufig mehr Schein als Sein und das wurde mir auch sehr bewusst, als ich mich auf diese Reise begeben habe. Denn die meisten der namhaften YouTuber, die dir vielleicht gerade einfallen, haben eine sehr lange und anstrengende Reise hinter sich. Wie sie das Ganze aufgebaut haben, das war kein Overnight Success und das war vor allem nicht schnell reich werden oder direkt davon leben zu können. Und diese ganzen Personen sind auch nicht irgendwelche Supermenschen, das sind einfach ganz normale Menschen wie du und ich. Ich habe sehr viel in den letzten Jahren kennengelernt und ich kann wirklich eins versichern, die kochen alle nur mit Wasser, die haben keine besonders krassen Fähigkeiten. Also was unterscheidet dich jetzt konkret von diesen erfolgreichen Menschen, die es geschafft haben, dieses scheinbare Traumleben zu leben? Häufig sind es so zwei Dinge. Fehlendes Wissen über die richtigen Dinge und das falsche Mindset, wie man an die Dinge rangeht. Denn eine Sache haben die meisten gemeinsam. Sie hinterfragen weniger, machen sich weniger Sorgen und handeln dafür umso mehr. Denn gerade wenn du noch jung bist, irgendwo zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, dann hast du die Sondererlaubnis, dass du auch Fehler machen darfst, auf die Schnauze fliegen kannst. Und das Ganze bitte, bitte nicht zu selten, denn durch Fehler lernst du mit dazu. Und je schneller du von diesen Fehlern recoverst und weitermachst und mehr Fehler machst, findest du auch deinen richtigen Weg heraus. Kommen wir nun aber mal dazu, wie auch du es jetzt schaffen kannst, konkret Geld mit dem Videos drehen zu verdienen. Ob das jetzt der klassische Beruf eines YouTubers ist, der Videograf, die Videoagentur oder was alles mit dazu gehört. Und damit du das Ganze direkt umsetzen kannst, habe ich es in 5 Schritte für dich runtergebrochen. Schritt Nummer 1 hat relativ wenig mit einer Kamera, YouTube, Videoschnittprogramm und Co. zu verdienen. Denn Schritt Nummer 1 ist es, du brauchst ein Ziel und ein Warum dahinter. Denn ohne ein Ziel weißt du ja gar nicht, worauf du hinarbeiten sollst. Und sowas wie, ey, ich will frei sein und reisen ist kein smartes Ziel. Und smartes Ziel ist auch schon das Stichwort. Du willst Ziele möglichst spezifisch formuliert haben, dass du ganz genau weißt, okay, hey, es muss messbar sein, es muss erreichbar sein, es muss auch eine feste Deadline haben, bis wann du etwas erreicht haben willst, denn sonst kannst du dir dein Leben lang dafür Zeit lassen. Also überleg dir ganz genau, wie viel Geld willst du verdienen, welchen Lifestyle willst du haben, willst du reisen, willst du ein Büro in Deutschland mit Mitarbeitern haben, willst du in einem ganz anderen Land leben, willst du Influencer werden, willst du Imagefilme machen, willst du in Richtung Hochzeiten gehen oder, mach dir erstmal Gedanken, was du erreichen willst, bevor du direkt losrennst. Schritt Nummer 2, jetzt kommen wir zum Videodrehen, denn du brauchst überhaupt einen Skill, um ihn vermarkten zu können. Du musst jetzt kein Hollywood-Produzent sein, du musst jetzt nicht die krassesten Skills haben, um mit den Top-Performern in diesem Markt mithalten zu können, aber der Standard ist halt schon recht hoch. Denn dieses kleine Ding hier, dieses Handy, kann mittlerweile auch sehr, sehr viel machen, wo du früher einfach richtig krasses Equipment für brauchtest. Und mittlerweile können die meisten Laien schon wirklich sehr gute Videos drehen, die nicht verpixelt und nicht verwackelt aussehen. Aber keine Sorge, das geht relativ schnell, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst. Da gibt es zuhauf Kurse online, YouTube-Videos zu, wie du eine Kamera beherrschst. Und im Endeffekt ist das ganze Learning by Doing, denn es ist immer besser, klein anzufangen und sich weiterzuentwickeln. So war es bei mir auch, so ist es bei jedem anderen auch. Du kannst ja mal von jedem die ersten Videos hier auf YouTube anschauen, du kannst dir von jedem Videografen mal die ersten Arbeiten anschauen. Wenn sie dir zeigen möchten, dann wirst du wissen, was ich meine. Jetzt bei Schritt 3 kommen wir dazu, wie du nun wirklich etwas verkaufst. Denn alleine ein Video zu verkaufen oder Fotos zu verkaufen, bringt dir rein gar nichts, denn das ist quasi nichts wert.
Du musst zuerst ein Problem identifizieren bei einer bestimmten Zielgruppe und dafür eine Lösung entwickeln. Und das ist im besten Fall natürlich ein Video. Denn das, was du machst, muss auf jeden Fall einen Nutzen haben, dass Leute auch bereit sind, dafür dir Geld zu zahlen. Je größer also das Problem ist, was du löst, desto mehr Geld werden dir die Leute auch dafür bezahlen, um diese Lösung zu erbringen. Keine Sorge, du musst das Rad jetzt nicht neu erfinden. Du kannst auch, obwohl es das schon gibt, Imagefilme produzieren, Testimonial-Videos drehen, Hochzeitsvideos drehen oder. Denn du wirst eine ganz eigene Handschrift in deinen Videos haben, wie ganz andere Leute am Markt. Und Leute werden auch einen gewissen Sympathiefaktor bei dir haben, die sie bei einer anderen Person nicht haben. Das heißt, du kannst bewährte Ideen nehmen, aber sie halt eben so aufbauen, dass du damit ein Problem löst und eben für diese Problemlösung bezahlt wirst. Und bitte nicht nach irgendwelchen Stunden oder Tagessätzen. Schritt Nummer 4. Du brauchst eine Kundenquelle. Ja, wer hätte es gedacht? Du musst ja irgendwo deine Kunden finden. Und keine Sorge, du musst jetzt nicht irgendwelche hunderte Euro, tausend Euro für Ads ausgeben oder jetzt quer durch deine Stadt rennen und in jedem Laden klingeln und Türklinken putzen. Du kannst aber durchaus erstmal in deinem Umfeld oder Bekanntenkreis nachfragen, ob dort jemand ist, für den du beispielsweise ein Problem lösen kannst, wenn du weißt, hey, in diese Richtung möchte ich gehen. Oder ob sie vielleicht sogar jemanden kennen in ihrem eigenen Freundeskreis, der vielleicht genau so eine Problemlösung braucht. Eins ist nur wichtig, du musst auf Leute zugehen. Es wird dir nichts bringen, die 100. Facebook- oder Instagram-Nachricht rauszuschicken, um Leuten irgendwas anzubieten oder irgendwas per Mail zu machen. Am einfachsten ist es, du gehst auf Leute zu, fragst sie und kommst mit Leuten ins Gespräch. Mein größtes Learning damals, als ich noch in meiner Heimatstadt tätig war, war es zum Beispiel einfach auf jeder möglichen Veranstaltung unterwegs zu sein und mich mit Leuten zu connecten. Ich hatte meine Kamera dabei, ich hatte eine Steadicam dabei und ich sah schon halbwegs professioneller aus als der typische Handynutzer. Und dann haben mich sowieso Leute angesprochen, aber ich bin auch aktiv auf Leute zugegangen, auf Bands, auf Veranstalter und so weiter, um einfach mal so die Connections zu knüpfen und zu schauen, hey, was kann ich hier eigentlich machen? Danach kannst du natürlich auch noch eigene Kundenquellen erschließen, wie beispielsweise eine vernünftige Cold Calling Strategie, vielleicht eine Social Media Strategie oder eventuell sogar das Thema Werbeanzeigen. Aber für den Anfang, setz dich an dein Umfeld ran. Ich verspreche dir, du wirst dort den einen oder anderen Kontakt haben, der zumindest jemanden kennt, für den das ganz interessant sein könnte. Und der fünfte und letzte Schritt ist es, du musst es dem Kunden auch verkaufen. Das ist nämlich einer der größten Stolpersteine in dieser Branche, denn die meisten Videografen und kreativen Köpfe vertrauen darauf, dass ein Kunde, wenn er was braucht, schon auf sie zukommt, dass ein einfaches Angebot rausschicken schon reicht, ach, der bestätigt mir das schon irgendwann und schauen wir mal. Und da ist es völlig gang und gäbe, einfach mal Angebote rauszuschicken, wo man nicht alle bestätigt bekommt, einfach mal so ein bisschen zu hoffen, was passiert. Und das ist wirklich der allerdümmste Fehler, den du machen kannst, genau auf sowas zu vertrauen. Denn so wirst du nie erfolgreich, wirst ein Sklave deiner selbst, wirst dich wahrscheinlich unter Wert verkaufen müssen, weil du vertraust ja darauf, dass der Kunde schon weiß, was für eine Entscheidung der trifft. Der trifft aber meistens die Entscheidung für den günstigsten, der von der Qualität her halbwegs passt. Also es ist deine Aufgabe, es dem Kunden zu verkaufen. Denn wenn ich dich fragen würde, hey, bist du der Beste für den Job, muss deine Antwort ganz klar heißen, ja. Denn dir muss eins bewusst sein. Deine Zeit hat einen Wert, du hast einen Wert, deine Arbeit hat einen Wert und dein Video hat einen Wert für den Kunden, weil es ein Problem löst, wie wir es ja vorher schon besprochen haben, was einen gewissen Geldwert im Gegenzug hat. Das heißt, du kannst natürlich auch einfach sagen, hey, dem Kunden, guck mal, ich tausche eine Problemlösung, die bringt dir dann im Umkehrschluss beispielsweise Geld, Mitarbeiter, wie auch immer, und dafür möchte ich im Tauschgeschäft Geld haben, weil das einen anderen Wert für mich hat. Und das ist völlig gang und gäbe, beispielsweise als Hochzeitsvideograf. Du sagst dem Paar, ich liefere euch ein Hochzeits-Aftermovie, um euren Tag eures Lebens festzuhalten für die Ewigkeit. Ich werde die Emotionen einfangen, die Gäste einfangen, du wirst diesen Moment immer und immer wieder erleben können, später euren Kindern, Enkelkindern zeigen können, damit jeder diese schöne Hochzeit nochmal miterleben kann. Was denkst du, wie viel ist dieses emotionale Ereignis diesem Paar wert? Schon einige tausend Euro in aller Regel, wenn nicht sogar einige 10.000 Euro. Dasselbe ist es beispielsweise mit einem Werbefilm, egal ob für ein Produkt, eine Dienstleistung oder was ganz anderes. Ohne ein Video wird sich das Produkt oder die Dienstleistung einfach über Werbeanzeigen nicht gut verkaufen, wenn du nur einen Text oder ein Bild reinhaust. Wir alle wissen, dass beispielsweise aktuell Kurzvideos extrem durch die Decke gehen und darüber Produkte zu bewerben ist um ein Vielfaches effektiver. Das heißt, das Problem, was du dort für deinen Kunden löst, ist einfach ein viel höherer Umsatz, ein direkt viel höherer Umsatz, der ja auch messbar ist, sodass du dafür auch entsprechend hohe Beträge verlangen kannst. Und die Frage aller Fragen, die du dich jetzt wahrscheinlich stellst, hey Adrian, was kann ich überhaupt für Geld für meine Arbeit verlangen?
Was für einen Tagessatz soll ich nehmen? Was für einen Stundensatz soll ich nehmen? Laufen mir die Kunden nicht weg, wenn ich zu viel verlange? Ich habe Angst, zu viel zu verlangen, weil die sonst zur Konkurrenz gehen und, und. Und ich kann dir eins sagen, genau diese Gedanken hatte ich früher auch. Und ich kann dir auch eine Sache sagen, all diese Gedanken sind absoluter Bullshit. Denn was passiert, wenn du deinem Kunden einfach einen Preis nennst, der für ihn viel zu hoch ist? Er wird es dir sagen und dann könnt ihr immer noch eine gemeinsame Lösung finden oder du sagst, hey, für weniger kann ich es nicht machen, weil das ist mein Wert. Das haben wir ja vorher definiert. Wie du also genau diese Preise festlegst, kommt immer ein bisschen auf den individuellen Fall an. Ein Hochzeitsvideo ist anders gepriced als ein Imagefilm, als ein Werbefilm, als ein Kurzvideo für einen Kunden, offensichtlich. Wenn du aber genau wissen willst, wie das Ganze auch für dich aussehen kann, wie du das hinbekommst, den richtigen Preis zu finden, das Ganze überhaupt für dich aufzubauen, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Wir beide können gerne mal persönlich darüber sprechen. Das Ganze ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Du kannst dich dazu einfach direkt in der Beschreibung unter dem ersten Link auf adrianphilipp.com dazu eintragen oder mir auch sehr gerne auf Instagram dazu schreiben. Dann finden wir beide mal einen Termin und können mal zusammen sprechen. Und ich verrate dir mal so ein bisschen, was konkret für deine Situation realistisch ist und wie die ersten Schritte für dich aussehen werden. In dem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen und gefallen. Wenn dem so ist, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Und damit du in Zukunft solche Videos hier nicht mehr verpasst, lass auf jeden Fall ein Abo da, denn in den nächsten Videos wird es nochmal tiefer in diese Thematik reingehen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.